Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Europäischen Depeschen, dem kritischen Diskursformat der EGFKA. Die Spielregeln. Gespielt werden zwei Halbzeiten à 45 Minuten. Wir beginnen mit einem kurzen Warm-up. Erste Halbzeit. In einer Lostrommel befinden sich verschiedenfarbige, nummerierte Bälle, die von den Diskutanten abwechselnd gezogen werden. Die jeweiligen Nummern verweisen auf Zitate, Fragen und Stichworte, welche für das Publikum projiziert und vom Kommentator laut vorgelesen werden. Zuerst werden alle weißen Kugeln gezogen. Sie sind für beide Diskutanten gleichwertig, sodass beide unter sich entscheiden, wer zuerst antwortet. Rote Kugeln werden nur von Rot beantwortet. Grüne Kugeln werden nur von Grün beantwortet. Goldene Kugeln müssen innerhalb der ersten Halbzeit auf jeden Fall gezogen werden. Mit Redebeginn der Diskutanten nimmt die Schiedsrichterin die Zeit. Nach jeweils 3 Minuten wird abgepfiffen. Sollte das Publikum allerdings Interesse haben, diesen Punkt weiter ausgeführt zu bekommen, wird dies natürlich geschehen. Während der ersten Halbzeit diskutieren nur die Gäste. Das Publikum schreibt seine Fragen und Kommentare auf die ausgelegten Karten. Zweite Halbzeit. Jetzt besteht das Material ausschließlich aus Publikumsanregungen. Wieder ziehen die Diskutanten abwechselnd die Karten, lesen die Fragen selbst laut vor und antworten. In dieser zweiten Halbzeit wird eine starke Publikumsbeteiligung dankend angenommen, wenn nicht gar erwünscht. Es bleibt noch festzuhalten, dass dieses Spiel nicht auf Wettkampf, sondern auf den Austausch von Erfahrungen ausgerichtet ist.